Hallo, mein Name ist Philipp Flieger und ich bin heute hier für Erdinger Alkoholfrei und den Aktivblock. Wir beschäftigen uns heute mit dem perfekten Laufstil und welche Übungen euch dabei helfen werden. Also dranbleiben, viel Spaß, wir fangen direkt mit der Erwärmung an. So, was mein Erwärmungsprogramm anbelangt, da muss ich sagen, als Marathonläufer hat das in den letzten Jahren einen gewissen Wandel genommen bei mir. Und zwar ist der Fokus auf ein, sag ich mal, eher verkürztes Erwärmungsprogramm und der Fokus auf Dynamic Mobility, also dynamische Übungen, kein statisches Dehnen vor euren Workouts oder vor eurem Wettkampf. Und wir fangen an mit Forward Lunges oder klassisch Ausfallschritte. Das sieht aus wie folgt. Großer Ausfallschritt, idealerweise ungefähr 90 Grad Winkel, Gegenarm über den Kopf führen und ruhig ein bisschen zur Seite lehnen. Das hilft, die ganze Seite und auch die Atemhilfsmuskulatur ein bisschen aufzudehnen. Dann Schritt zurück, kräftig gleichzeitig ein bisschen hier die Gesäßmuskulatur. Anderes Bein, Gegenarm über den Kopf, kurz halten, zurück. Rechtes Bein. Arm über den Kopf führen, kurz halten, zurück. Und wenn man das ein bisschen raus hat, kann man das auch ein bisschen dynamischer machen. Das Ganze bei mir normalerweise 5-mal pro Bein und dann das Ganze natürlich auch nach hinten. Das sieht dann so aus. Hier schön den Arm über den Kopf führen, wird helfen mit dem Atmen später. Und auch hier ungefähr 5-mal pro Seite. Zweite Übung meines dynamischen Aufwärmprogramms ist ja von den Hürdenläufern oder Hindernisläufern entlehnt, und zwar Schwunggymnastik. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Und zwar stellt ihr euch zu einer Wand hier, beide Hände an die Wand oder an einem Geländer im Stadion und schwingt ein Bein vor eurem Körper von Seite zu Seite, so dass es einen schönen Zug auch in der Oberschenkelrückseite gibt. Ungefähr 10-mal. Nach 10-mal natürlich Seitenwechsel. Und das hilft schon mal so ein bisschen, einerseits die Oberschenkelrückseite zu aktivieren und gleichzeitig auch so ein bisschen den Adduktorenanteil dynamisch zu stretchen. Zweiter Teil der Schwunggymnastikübungen fokussiert sich mehr auf die Oberschenkelrückseite. Dafür stellt ihr euch wieder an die Wand oder ein Geländer, an den Baum, haltet euch fest. Das innere Bein ist in dem Fall das Schwungbein. Das schwingt ihr ganz locker vor und hinter eurem Körper. Wenn ihr die Übung schon öfters gemacht habt oder euch dabei wohlfühlt, dann ist natürlich schon der Fokus, etwas höher zu schwingen und idealerweise den Gegenarm mitzuführen. Das hilft dann auch ein bisschen, die Schultermuskulatur ein bisschen aufzulockern und sieht dann so aus. Wer kann, berührt dabei die Fußspitze. Ich denke, die meisten werden ein bisschen Zug hinten im Oberschenkel merken. 10-mal schwingen, dann Seitenwechsel. Andere Seite vor und hinter dem Körper schwingen. Und Hand nach vorne führen zur Fußspitze. Auch ungefähr 10 Wiederholungen und dann passt das. Nächste Übung ist Hauptfokus die Hüftmobilisation. Ausgangsstellung ist wie bei der ersten Schwunggymnastikübung. Ihr stellt euch zu einer Wand oder zu einem Geländer, beide Hände an die Wand und führt euer Bein nach vorne und dann in einem Kreis nach außen und nach hinten. Und
mobilisiert damit die ganze Range of Motion in der Hüfte. Da reichen 5, 6, 7 Mal. Dann das andere Bein. Und dann wieder das erste Bein, diesmal allerdings in die andere Richtung. Vier, fünf Mal. Dann nochmal das linke Bein. Ah, bei mir hat schon geknackt. Und das war's. So, beim Lauf-ABC geht es ja einerseits darum, natürlich ein gutes Körpergefühl zu bekommen, dazu aber gleich. Es geht auch darum, gewisse Übungen überperfekt sozusagen auszuführen, also so eine Überperfektion der eigentlichen Laufbewegung, was dann dabei hilft, die normale, ideale Laufbewegung zu verinnerlichen. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wir werden im Laufe der Übungen, glaube ich, das ganz gut erklären können. Außerdem ist es so, dass mir persönlich die Übungen deshalb wahnsinnig gut helfen, weil man unweigerlich ein gutes Gefühl bekommt, wie man seinen Schwerpunkt trifft. Traditionell wären bei mir die Übungen nach wie vor meinen harten Workouts eingebaut, also zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Tempoprogramme auf der Bahn mache, aber auch wenn ich Tempo-Dauerläufe, marathonspezifische Tempo-Dauerläufe irgendwie draußen am Radweg mache, wo ich weiß, okay, es geht jetzt darum, irgendwie natürlich schnell zu laufen und da hilft es natürlich, wenn man sich da nochmal ein gutes Körpergefühl vorher abholt. Das heißt, bei mir würde ich sagen, ist das zweimal die Woche noch der Fall. Ab und an in besonders hohen Umfangswochen baue ich das aber auch manchmal am Abend noch ein, nach meinem zweiten Dauerlauf, einfach um ein bisschen aus dieser Monotonie von so einem mittleren Laufschritt wieder rauszukommen und so ein bisschen eine aktivere Spannung wieder im Muskel zu bekommen. Also gerade vor einem harten Tempoprogramm übertreibe ich das jetzt auch nicht. Das heißt, ich mache jetzt keine halbe Stunde diese Übungen, aber ich sag mal so 6, vielleicht 7, 8 Übungen. Das ist bei mir so Standardprogramm und ich zeige euch jetzt mal meine Favorites, die ich eigentlich so mit am liebsten noch mit einbaue. Nummer 1 ist Fußgelenksarbeit. Gibt es auch andere Namen dafür, aber wie der Name Fußgelenksarbeit sagt, geht es darum, die Fußgelenke zu mobilisieren. Es geht bei den Übungen in den seltensten Fällen darum, die Übung in einer hohen Geschwindigkeit zu machen, sondern viel eher in einer hohen Frequenz. In der Regel fange ich ganz locker, ganz easy an und erhöhe die Frequenz im Laufe von den 10-15 Metern, in denen ich die Übung mache. Also Zehenspitzenstand und dann quasi von der Zehenspitze wieder komplett auf die Ferse runter. Arme locker am Körper mitführen und dann die Frequenz ein bisschen erhöhen. Grundsätzlich mache ich jede dieser Koordinationsübungen zweimal. Ihr werdet merken, das zweite Mal fühlt sich meistens schon ein bisschen runder an und ein bisschen besser an. Jetzt komme ich aber zu meiner zweiten Variante und zwar Skippings. Skippings bedeutet halbhohe Knie, also wie Kniehebelauf, aber die Beine oder die Knie etwas niedriger und dafür frequenter. Wichtig dabei ist, trotzdem keine Rücklage zu bekommen, sondern so aufrecht wie möglich zu bleiben. Das heißt, Knie hoch, Oberkörper bleibt aber gerade und ansonsten Arme parallel, möglichst entspannt mitführen. Sieht in etwa so aus. Übung Nummer 4 hilft ganz besonders, den eigenen Körperschwerpunkt zu finden. Das wird jetzt ein bisschen trickier sozusagen. Die Übung heißt im Englischen Drops, im Deutschen auch bekannt als Sprinthopser. Ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber wir haben das ja aus verschiedenen Perspektiven drauf. Und zwar ist das praktisch ein Hüpfen, wenn man so will. Ein Hüpfen. Allerdings geht dabei immer ein Bein in so eine Skipping-Position wieder hoch. Das heißt, der Fußaufsatz ist parallel, aber es drückt ein Bein immer nach oben. Sieht so aus.
Okay, wer bis hierhin noch dabei ist, der wird jetzt auf jeden Fall mit ins Advanced Level genommen, sage ich jetzt mal. Und zwar kommen wir jetzt zu zwei Skipping-Übungen, finde ich beide klasse. Auch da geht es darum, möglichst den eigenen Körperschwerpunkt zu treffen und hilft mir aber auch generell so meine, ja, ich sag mal, Oberschenkelrückseite zu aktivieren, die Hüfte nochmal ein bisschen frei zu machen. Übung Nummer 1 ist der A-Skip und sieht wie folgt aus. Der B-Skip ist praktisch identisch, allerdings wird ein Bein dabei immer gestreckt und in einer aktiven Bewegung nach unten geführt. Das ist das, was ich meinte mit Oberschenkelrückseite aktivieren. Das sieht jetzt vielleicht etwas anders aus, aber im Prinzip ist die Grundbewegung, die bleibt die gleiche. Nur wenn ein Bein oben ist, wird es am Ende gestreckt nach unten geführt. Sieht so aus. So, zum Abschluss, bevor es dann an drei Steigerungsläufe geht, wer möchte, kann auch fünf machen, aber bei mir sind es von einem Workout meistens drei Steigerungsläufe, gibt es nochmal was Einfaches, das klassische Anfersen, praktisch Ferse zum Gesäß führend, wird bei mir sogar oft in einem Übergang, in eine Steigerung direkt gemacht, kennt ihr bestimmt, vielleicht noch von früher, aus dem Schulunterricht, sieht so aus. Steigerungsläufe sind bei mir eigentlich so der letzte Part meines Erwärmungsprogramms, bevor es dann in ein Workout oder natürlich auch in ein Rennen geht. Da gibt es jetzt, sage ich mal, keine ganz festen Regeln, aber bei mir sehen die Steigerungsläufe meistens so, ja, sage ich mal, 80 bis 100 Meter lang. Ich mache meistens drei Stück. Wenn ich fünf Stück brauche, dann habe ich keinen guten Tag, weil dann mache ich immer noch einen mehr, um so ein bisschen eine Spannung oder ein bisschen Feeling in die Beine reinzubekommen. In der Regel, wie gesagt, 3x 80 bis 100 Meter. Man fängt eigentlich in einem relativ lockeren Schritt an und über den Streckenverlauf wird dann die Geschwindigkeit erhöht. Hier ist wichtig, zumindest bei mir, es geht da gar nicht darum, 100% maximalen Speed am Ende rauszudrücken, sondern ich bleibe da eigentlich in so einem kontrollierbaren Bereich von vielleicht, sagen wir mal, 95%, wo man noch so auf die Stilistik, auf die Armarbeit, auf Knie, auf solche Details einfach achten kann. Und ja, nach drei Steigerungen geht es dann ins Workout oder ins Rennen.